Hört ihr auch dieses leise Wiehern? Pferde in Dear Sims 4 könnten mit der nächsten Erweiterung wirklich Realität werden. Die Neuigkeiten dazu gibt es jetzt. Nachdem die zusammenwachsende Erweiterung jetzt auch schon wieder einige Monate her ist, wurde es fast ein wenig still um Dear Sims 4. Bis auf neue Sets gab es in der letzten Zeit fast nichts Neues. Schon im Oktober letzten Jahres wussten wir, dass wir in diesem Jahr zwei große Erweiterungen für Dear Sims 4 erhalten werden. Was genau die zweite Erweiterung aber behandelt, war bis jetzt nie ganz klar. Jetzt sind aber eindeutige Hinweise auf zwei Keyseller-Seiten aufgetaucht, die die Pferdethematik für die nächste Erweiterung festmachen. So können wir nämlich bei Instant Gaming und CD Keys die Dear Sims 4 Horse Ranch Erweiterung auffinden, welche grob mit Dear Sims 4 Pferdekoppel übersetzt werden kann. Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, stammt die Covergrafik aus Dear Sims 3 und ist damit eindeutig ein Platzhalter. Auch der Titel wird nicht final sein. Ebenfalls auffällig ist, dass die Einträge der beiden Packs zu einem extrem ähnlichen Zeitpunkt online gegangen sind. Dass wir demnächst Pferde bekommen werden, ist durchaus realistisch. Es ist schon öfters in der Vergangenheit vorgekommen, dass Packs, die bald bereitstehen werden, auf verschiedensten Webseiten vorher eingestellt wurden. So wie es jetzt ebenfalls passiert ist. Ich habe zudem aus einer anonymen, seriösen Quelle erfahren, dass diese Einträge auf der Website mit Zwischenhändlern zusammenhängen sollen, die dieses Pack bereits intern gelistet haben. Natürlich kann es immer noch sein, dass der Eintrag ein Fehler ist und wir doch keine Pferdeerweiterung erhalten werden. Verfallt also am besten nicht in komplette Vorfreude. Falls dieses Pack aber doch echt sein sollte, wird es vermutlich in den nächsten Wochen oder Monaten angekündigt werden. Meistens lag zwischen einem Leak und der offiziellen Bestätigung ungefähr ein Monat. Das würde sich auch mit dem Start eines neuen Quartals, in dem dann die nächsten Inhalte erscheinen, decken. Bevor es weitergeht, ganz kurz, bei Instant Gaming findet ihr auch andere Packs zu super günstigen Preisen. Zum Beispiel Ab ins Schneeparadies oder Zeit für Freunde für fast 50% günstiger, Link in der Beschreibung. Wenn wir uns nochmal zum Behind the Sims Summit Livestream zurückversetzen, wurde an einer Stelle neue Objekte der kommenden Packs geteilt. So konnten wir auch hier diese Zeichnung von Schlafzimmer und Küchenmöbeln erkennen, die wir fast ein Dreivierteljahr später immer noch nicht im Spiel haben. Gehören diese also vielleicht wirklich zur möglichen Pferdeerweiterung? Vom Stil würden diese meiner Meinung nach irgendwie dazu passen, oder was meint ihr? Was denkt ihr zu diesem Leak? Freut ihr euch über eine mögliche Pferdeerweiterung oder steht bei euch ein anderes Thema eher im Vordergrund? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.